Alltag mit dir, was geht ab? Heute geht es darum, warum du mit den Frauen offen über Sex reden solltest. In der Gesellschaft ist es so, Sex ist ein Tabuthema. Da kann leicht der Eindruck entstehen, dass man das auch in allen anderen Bereichen besser unter den Teppich kehrt. Aber mit deiner Freundin, deiner Frau, deinem Partner, deinem Date, egal was von denen es ist, mit denen solltest du unbedingt offen über Sex reden. Sex sollte kein großes Ding sein. Jeder von beiden, jeder Teil einer Partnerschaft sollte entspannt sein können beim Sex. Jeder sollte seine Wünsche und Vorlieben ausdrücken können. Wenn du unentspannt bist beim Thema Sexualität, dann strahlst du damit eine allgemeine Unentspanntheit gegenüber Intimität aus. Und das ist schlecht. Es ist natürlich schwierig und ich verstehe das, man kann schlecht gut über Sexualität reden können, wenn man noch nie Sex hatte. Wenn man keine Erfahrung hat, dann ist das relativ schwer. Aber man muss anfangen, man muss durch diesen Prozess, dass es unangenehm ist, muss man durch, man muss damit anfangen. Der Vorteil ist, wenn ihr es schafft, eine sexuell entspannte Atmosphäre entstehen zu lassen, dann ist die Frau gern bei euch, dann verbringt die gerne Zeit mit euch. Vielen Männern fällt es schwer, sexuell einfach eine entspannte Atmosphäre herzustellen, deswegen stichst du dadurch wieder aus der Masse hervor. Die Frau verbringt gerne Zeit mit dir, sie kann sich bei dir entspannen, sie wird bei dir nicht verurteilt für ihre Wünsche, für ihre Vorstellungen. Und dann werdet ihr öfter sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht ein Paar werdet, dass was Festeres draus wird, erhöht sich dadurch auch enorm. In unserer WG haben wir das oft so gemacht, wenn jemand von uns ein Date hatte, ein anderer, und das Mädchen war bei ihm im Zimmer, dann haben wir es immer so gemacht, wir haben uns nackt ausgezogen alle und sind dann bei ihm reingekommen. Das war im ersten Moment gerade für das Mädchen immer so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Sie war natürlich erschrocken, ist ja klar, wenn so drei gut aussehende Typen einfach nackt reinplatzen. Aber insgesamt kommuniziert das so eine, wie gesagt, eine sehr entspannte Atmosphäre. Das war so dieses, hey, in dieser WG ist es in Ordnung, Sex zu haben. Wir sind hier cool mit unserer Sexualität, wir sind hier cool mit unseren Körpern. Wir haben dadurch einfach eine sehr entspannte Atmosphäre kreiert. Und dadurch konnten sich die Mädchen entspannen, haben gern Zeit mit uns verbracht und so läuft das. Also, rede entspannt drüber. Rede so drüber, als wäre es nichts Großes. Mach keine so große Sache draus. Sex ist nur Sex. Wenn dir das Video gefallen hat und du willst mehr davon, jeden Tag gibt es neue Videos mit vielen hilfreichen Tipps. Und donnerstags gibt es meistens ein Live-Flirt-Video. Das heißt, du siehst mich oder Max, wie wir live draußen sind und flirten. Davon kannst du dann viel lernen. Du kannst sehen, okay, was sagen die, wie, was haben die für eine Ausstrahlung. Du kannst dir da vieles abgucken. Also abonniere den Channel für jeden Tag Informationsvideos und am Donnerstag immer ein Live-Flirt-Video oder ein Spaß-Video, allgemeine Video, wo wir draußen sind und mit den Frauen flirten. Ansonsten, wenn du noch Fragen hast, Kommentare, irgendwas, Vorschläge zu Videos, immer gern unten in die Kommentare. Vergiss nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben und check unsere neue Website aus, wenn du erfahren willst, was unsere Mission ist und wie auch wir dir persönlich helfen können. Ansonsten sehen wir uns morgen und denk immer dran, wenn du das nächste Mal auf der Straße eine Person siehst, die dir gefällt, egal ob Mann oder Frau, get your ass up und sprich diese Person an. Wir sehen uns morgen.